Ja, sehr geehrte Damen und Herren, dem Burgenland und der Umfahrung Schützen am Gebirge lacht die Sonne. Als Baudirektor und für den Straßenbau verantwortlicher Abteilungsvorstand darf ich Sie heute voller Freude und natürlich auch mit sehr viel Stolz zur Verkehrsfreigabe der B50-Umfahrung Schützen am Gebirge begrüßen. Sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir noch ein paar Daten und Fakten betreffend die jüngere Planungshistorie und den Bau der mehr als 5 Kilometer langen B50 Burgenlandstraße von der L209 Ockauer Straße hier bei uns bis zur L313 der Oslipper Straße zu erläutern. Im Jahr 2010 wurde die Zuständigkeit der Umfahrung Schützen am Gebirge vom Bund, von der ASFINAG, an das Land Burgenland, an die Landesstraßenverwaltung übertragen. Und anschließend wurde in der Baudirektion sofort die Planung dieser Entlastungsstraße in Angriff genommen. Nach Fertigstellung der Planungen im Jahr 2011 und der Bauausschreibung konnten wir am 21.09.2012 ebenfalls hier an dieser Stelle gemeinsam den Baustart feiern. Gebaut wurden im Zuge der Umfahrungsstraße unter anderem 22 Brückenobjekte, zwei Kreisverkehrsanlagen, ein fast 3 Kilometer langer Sichtschutzdamm sowie Gewässerschutz- und Wasserrückhalteanlagen. Die Bauzeit beträgt bis jetzt 2 Jahre und 3 Monate und hat mit der heutigen Verkehrsfreigabe einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Aufgrund der so wie heute sehr guten Witterungsverhältnisse und des dementsprechend positiven Baufortschrittes können wir bereits mehr als 5 Monate früher diese Straße dem Verkehr übergeben und damit die Einwohner der Gemeinde Schützen am Gebirge entlasten. Ich darf jetzt den Herrn Bürgermeister Roman Zehetbauer um seine Grußworte bitten. Der Herr Baudirektor hat es eingangs kurz erwähnt, das Wetter, und ich traue mich jetzt leicht behaupten, wenn es in Schützen um was geht, um ein wichtiges Vorhaben geht, dann haben wir einen guten Draht nach oben und haben deswegen auch ein so ein schönes Wetter heute, damit auch diese Eröffnungsfeier in diesem Rahmen abgewickelt werden kann. Eine über 30-jährige Diskussion natürlich mit dementsprechender Unterbrechung zur Errichtung einer Umfahrungsstraße in unserer Gemeinde geht mit dem heutigen Tage zu Ende. Es wurde im Laufe der Jahrzehnte viele Projekte diskutiert, im Norden von Schützen, im Süden von Schützen. Von der Bevölkerung Schützens gefordert, vom Land Burgenland, der ASFINAG, und dann wiederum vom Land Burgenland unterstützt und betrieben. Unser aller Anliegen war es immer, eine vertretbare Entlastung der knapp 2 Kilometer langen Ortsdurchfahrt vom starken Verkehr zu erreichen. Herr Landeshauptmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ortsbevölkerung von Schützen, liebe Polizeimusikerinnen und Musiker, danke, dass ihr heute wieder bei einem großen Ereignis dabei seid. Ich möchte mit einem Kurzgedicht vom Sigi Kleindl beginnen. Schützen, Schützen. Mit der heutigen Verkehrsfreigabe der Umfahrung von Schützen steigern wir enorm die Verkehrssicherheit in Schützen am Gebirge. Das heißt, wir schützen, schützen damit und haben ein langes Kapitel abgeschlossen mit sehr vielen Diskussionen, mit sehr vielen Emotionen, mit sehr vielen medialen Berichterstattungen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen mit Ihrem Kind über die Straße gehen und können es nicht, weil im Sekundentakt die Autos vorbeifahren. Bis zu 18.400 am Tag, durchschnittlich 13.000, Tendenz steigend. Das heißt, es war klar, dass hier etwas unternommen werden musste, dass wir gemeinsam mit der Bevölkerung, mit der Gemeinde hier entsprechende Maßnahmen setzen wollten und das mit dem heutigen Tag an bewiesen haben, dass wir es getan haben. Heute lösen wir das Versprechen ein, das wir vor vielen Jahren gegeben haben. Heute ist ein ganz besonderer Tag daher für uns, für das Land, für die Gemeinde. Wir werden es schaffen, mit dieser Umfahrung 2/3, die Erfahrungswerte geben uns da recht bei anderen Projekten, 2/3 des Verkehrs auf die Umfahrung zu bringen. Das heißt,
eine wesentliche Steigerung der Lebensqualität, der Sicherheit für die Kinder, der Lärmbelastung, der Feinstaubbelastung. Das heißt, wir haben hier eine wirklich gute Situation für Schützen geschaffen und das war auch das Ziel dieser Aktion, dieser Baumaßnahmen, die übrigens mit rund 20 Millionen Euro leicht unter den prognostizierten Kosten liegt. Es wird niemand glauben, dass das Land oder irgendjemand eine Straße bauen kann ohne Genehmigung. Alle Baubescheide sind da, kein Verfahren hat aufschiebende Wirkung, es sind alle Gutachten positiv. Das heißt, diese Straße, die heute eröffnet wird, ist genehmigt und wird natürlich auch angenommen werden. Wenn die Grünen oder der Umweltdachverband hier etwas anderes sagen und aussagen, dann muss ich Ihnen sagen, nüchtern betrachtet ist das nicht möglich. Das heißt, wir haben hier eine genehmigte Straße, die heute hier eröffnet wird. Ja, liebe Interessensgemeinschaft, Schützen, Schützen, Sie stehen heute im Mittelpunkt mit der Bevölkerung von Schützen am Gebirge. Lieber Präsident, lieber Landesrat, liebe Bürgermeister, Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren, Vertreter der Polizeimusik, ich möchte mich zunächst sehr herzlich bedanken. Bedanken bei der Interessensgemeinschaft Schützen, Schützen. Ich habe seit Jahren, glaube ich, mit jedem Einzelnen bei verschiedenen Veranstaltungen Gespräche geführt. Wir waren beim Spatenstich mit dabei und wir haben von Anfang an einen sehr, sehr guten Kontakt gehabt, weil ich selbst täglich durch Schützen durchfahre und auch sehe, dass bis zu 18.000 Autos durch Schützen durchdonnern. Und es war mir auch ein persönliches Anliegen, wenn man sich selbst in die Rolle hineindenkt, an einer Umgebung, in einer Ortschaft zu leben, wo bis zu 18.000 Pkw und Lkw durchfahren, welche Lebensqualität ist. Und da stehen bei mir die Menschen im Mittelpunkt. Die Schützerinnen und Schützer und vor allem die Interessensgemeinschaft. Und ich darf auch dazu sagen, dass wir die Parteipolitik außen vorgelassen haben, es weiß gar nicht, welcher politischen Partei jemand hier angehört, sondern da ist es um die Interessen der Bevölkerung und der Menschen gegangen. Und genau das ist das Besondere dieser Bürgerbeteiligung und dieser Bürgerinitiative gewesen, dieser Interessensgemeinschaft gewesen, ob das der Herr Koos, der Herr Krombeck oder der Sigi waren. Also hier hat es ganz einfach ist es darum gegangen, eine vertretbare Lösung zu finden. Und ich freue mich, dass all jene heute hier sind, die immer dazu gestanden sind, die gesagt haben, wir müssen die Bevölkerung in der Gemeinde entlasten. Das ist kein Zustand mit 18.500 Pkw und Lkw, die da durchdonnern. Wir brauchen eine höhere Lebensqualität. Die Gemeinde Schützen war bis zum heutigen Tag jene Gemeinde, wo die meisten Pkw und Lkw durch die Gemeinde durchgefahren sind. Die meistbefahrene Ortsdurchfahrt in unserem Heimatland Burgenland. Mit dem heutigen Tag, und Landesrat Bieler hat es gesagt, wird das abgestellt. Und es werden wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, muss ich natürlich einspielen, mehr als zwei Drittel des Verkehrs über diese Umfahrung auch rollen. Das ist der erste Punkt, die Entlastung. Der zweite Punkt ist der Umweltschutz. Man muss sich vorstellen, 18.000 Pkw und Lkw, welche Emissionen in der Gemeinde drinnen den Bürgerinnen und Bürgern zugemutet werden. Ich denke, das ist heute ein guter Tag fürs Burgenland, es ist ein guter Tag für Schützen und es ist eine gute Zukunft für die Gemeinde Schützen am Gebirge. Ich darf in diesem Sinne diese Umfahrung für eröffnet erklären. Wünsche der Gemeinde für die Zukunft alles Gute, keine Unfälle, frohe Weihnachten und ein unfallfreies Jahr 2015. Thank you.
Okay, los geht's. So, super. Bravo. Bravo.